Ihre Einladung bitte. Ich warte noch etwas, im Augenblick bin ich noch nicht bereit reinzukommen. Hier ist meine Einladung. Immer hier entlang, Sir. Ja, und jetzt? Hier rein, oder was? Was für eine Maske. Kranker Typ. Hast du gerade gesagt, kranker Typ? Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel. Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz-Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück. Ah ja. Klingt ja wahnsinnig spannend. Ein Spiel. Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Wie ich höre, ist das gesamte Obergeschoss tabu. Zu viele Gäste haben dort Wertgegenstände entwendet. Ah ja. Und was hast du? Wollen Sie bei dem Spiel der Boyles mitspielen? Natürlich! Willkommen im Haus Boyle. Ah ja. Die Feier ist diesmal drin. Ich hoffe, Sie haben sich nicht verlaufen, Sir. Alles Weitere ist drin. So, da oben haben wir die Feier. Viel Vergnügen. Drinnen. Wir sind auch nicht stört, dass ich mit einer Waffe rumlaufe. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Lord Show! Ist das der mit der Wolfsmaske? Ja. Alter, sieht die Scheiße aus, ey. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Folge Lord Show. Alter, die Maske sieht ja so was von Scheiße aus. Beeilung, schauen wir, was Sie können. Lord Pendletons Vertreter wird seine Waffe wählen. Dass du... Was? Moment, Moment, Moment. Wenn das hier um ein Duell geht, dann werde ich doch vorher speichern. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen, mein Lord. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen. Drei. Zwei. Okay. Was? Alter, wieso hat der Pisser schon geschossen? Natürlich, schieß nochmal auf mich, obwohl ich schon am Boden liege, du Wichser. Alter, den mach ich fertig, ey. Drei, zwei, eins und dann dachte ich, sagt er Feuer. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells, dieser stellvertretend für den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Ja, los. Wir fahren fort. Halt! Bleiben Sie da stehen! Okay.
Habe ich ihn jetzt, habe ich es geschafft? Optional. Ach, scheint nicht geschafft zu haben, okay. Dann gehen wir mal zur Party. Was? Alter, ich hab doch überhaupt nichts gemacht. Oh, fickt euch, ihr Wichser. Was soll denn das? Wieso greifen die mich an? Nö, weißt du was? Drauf geschissen jetzt, ey. Ich lass mich doch hier nicht verarschen. Hallo, die Balls wünschen Ihnen ein. Okay, gehen wir zu der Party. Bin ja mal gespannt, wie die Party aussieht bei reichen Leuten. Bestimmt wahnsinnig cool. Wahnsinnig cool und krass. Okay, jetzt kann ich das erstmal vorlesen. Lady Boyles letzte Feier. Du fandest heraus, Lady Boyle ist die größte Unterstützerin des Lordregenten. Aber drei Frauen der Familie Boyle sind als Lady Boyle bekannt. Die Frau des verstorbenen Lord Boyle und ihre Schwestern. Sokolov weiß nicht, welche es ist, da er unter besonderen Umständen nur den Rücken einer Lady Boyle gemalt hat. Du wirst am Abend eines vornehmen Maskenballs zum Anwesen der Boyles geschickt, um herauszufinden, welche Lady Boyle auszuschalten ist. Vorsicht, wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Diese Feier ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? In der Tat, ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Versuchen Sie Miss White mit der Mottenmaske. Ich höre, sie ist einsam. Versuchen Sie zu erraten, wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Sammle im Gespräch mit anderen Gästen weitere Informationen. Schleiche nach oben und durchsuche die drei Schlafgemächer nach Hinweisen. Beeindruckende Maske. Stehen Sie auf der Gästeliste? Natürlich stehe ich das. Verzieh dich, du hast dir nichts verloren. Alter, ist da unfreundlich. Willkommen im Haus Boyle. Die Gäste sollten die Feier am besten im Erdgeschoss genießen. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Aha, wie soll ich mich denn nach oben schleichen? Kann ich hier lang gehen? Ah ja. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich Alter, was ist das denn? So ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen, Sir? Das wäre sehr freundlich. Besorge Miss White einen Drink. Dann machen wir das doch mal. Wird die meisten Leute vergessen, des Orakels bald eine Verlautbarung zur Seuche abgeben? Ein Drink für Miss White. Unterhalten Sie mich. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute schwarz trägt. Trauert um ihren Ruf, nehme ich an. Außerdem trägt Lydia Rot. Ich verstehe kein Wort. Was für eine sündig schöne Maske. Ich verstehe gar nichts. Lady Boyle trägt heute Abend Rot. Waverly Boyle trägt heute Abend Schwarz. Miss White in der
Mottenmaske bot um einen Drink. Lydia Boyle. Und wen soll ich töten? Töte Lady Boyle. Ja, super. Und sie schon wieder. Hundert Münzen, yeah, ich bin so ein Fisch. Hat die vielleicht auch was dabei? Ja. Auch nochmal 100 Münzen. Okay, aber wie komme ich... Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Natürlich stehe ich das. Drum beklaue ich ja auch einfach mal alle Leute. Ich sage nichts gegen den Lord Agenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja, nun treten Sie zurück, Sir. Wir wurden einander wohl noch nicht vorgestellt. Gerissene Kostüme. Aber man muss es doch irgendwie herausfinden können. Lydia soll sich ihr Salopp kleiden. Und Waverly ihr Brühe. Meine Lieben. Oder war es andersherum? Könnte ich doch nur machen. Ja. Du da, weitergehen. Kein Zutritt für Gäste. Fuck, wie komme ich nach oben? In den Keller darf ich, ist ja super. Willkommen im Haus Boyle. Was darf ich Ihnen bringen? Was haben wir denn hier? Ah, aha. Sehr interessant. Na, aufbleiben. Ich will die Münzen. Natürlich, rauch erstmal eine hier unten. Huch, eine Ratte. Alter Schwede. Was die hier alles essen. Verzieh dich und zwar schnell. Ich gehe ja schon. Schalter erforderlich. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Sie hatte alles, was sie sich nur wünschen konnte. Und was hat sie damit gemacht? Yeah, ich komme nach oben. Hier ist der Zutritt verboten. Okay, Spiel speichern. Jetzt wird's spannend. Bin ich hier oben alleine? Das ist super. Woher weiß ich jetzt, wer ist? Nee, im Schlafzimmer bleiben. Laufen hier oben jetzt Wachen rum oder nicht? Ein Hinweis. Esma, Liebes, hier sind die drei Kleider für ihre Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können. Aber Sie verstehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, Sie werden in Weiß hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwall Tower beigelegt. Wenn Sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. Also, die in Weiß muss ich neutralisieren. Endlich! Heute Nacht! Heute Nacht, heute Nacht. Die Feier wird so rauschend werden. Ich werde mit dem ersten Mann schlafen, der mich darum bittet. Und danach mit dem zweiten. Ich habe diese dunklen, schrecklichen Zeiten so satt. Jeder Tag ist so trüb wie der vorige. Nun nicht heute Nacht. Die heutige Nacht ist für die Lebenden. Okay, wir müssen also mit ihr ins Bett steigen. Ah.
Das sollte ja ein leichtes werden. Jetzt gucke ich nur mal, ob der Wächter hoffentlich nicht da unten steht. Okay. Wir müssen mit Esma Boyle reden. Rune, 27 Meter. In der Tat, das glaube ich. Unten, okay. Sie, Sir, mit der Tätowierung auf der Hand. Was immer Sie will. Noch eins weiter nach unten. Natürlich ist sie dahinter, aber da kommt, wie komme ich da ran? Naja, egal. Reden wir mit Esma Boyle. Im weißen Kleid. Und sie wird sterben. Hallo, mein Hübscher. Ich glaube, ich weiß, wer Sie sind. Darf ich Ihnen einen Drink besorgen? Ich sehe schon doppelt, aber vielen Dank für das Angebot. Es tut mir leid, ich bin hier, um Sie zu töten. Vielleicht hätten wir in Ihren Gemächern mehr Ruhe. Das klingt entzückend. Warum kommen Sie nicht mit mir? Okay, ich komme. Alter, in der Maske sieht die ja so grottenhässlich aus. Nur noch ein paar Drinks, dann lache ich über Ihre Maske. Muss ich der jetzt mal noch folgen? Lady Boyle. Wo sind nur meine Freunde? Oh, da sind sie ja. Was immer Sie wünschen, Sir. Gnädige Frau. Darf ich jetzt einfach so mit hoch? Ich habe ein schmutziges Geheimnis. Sie kommen nie darauf, mit wem ich mich heimlich treffe. Wenn das die Leute wüssten. Aber ich mache es nur, um den Familiennamen zu erhalten. Heutzutage ist es ohne die richtigen Verbindungen zu gefährlich. Und Sie kommen nie darauf, warum Doch, ich hier ganz bin. Ehrlich, könnte ich ihn verlassen, ich würde es tun. Sie sind mehr mein Typ. Rätselhaft, schweigsam, beherrscht. Ich glaube, das wird ein ganz fantastischer Abend. Hier wären wir. Was sollen wir jetzt nur anstellen? Moment. Ja, was sollen wir jetzt nur anstellen? Ficken natürlich. Ausziehen. Aber die Maske kannst du ruhig auflassen. Keine Antwort. Unter der Maske steckt wirklich ein komischer Kauz. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Fliehe zurück zu Samuels Boot. Okay, auf dem Balkon, ganz schnell. Das war's also schon. Hätte ich mir schwieriger vorgestellt. Ich habe gedacht, wir machen jetzt noch ein bisschen Rambazamba mit der und dann können wir die... Hey, man sagte mir, dass ich keinen hier hochlassen darf. Seien Sie so nett. Hexerei!